Hallo, Hallöchen zu einer brandneuen Woche mit mir. Ja, nach unserem Offroad-Wochenende muss das Auto natürlich auch wieder ordnungsgemäß sauber gemacht werden. Deswegen starten wir jetzt zum Montagvormittag damit als allererstes, weil es soll nämlich jetzt die nächsten Tage schneien und so weiter und so fort. Und da will ich den Dreck runter haben. Deswegen werden wir das jetzt mal schnell erledigen. Und ja, nie lange schnacken. Let's go! Versuchen das Beste draus zu machen. Bei uns schneit es seit gestern Abend durch und dementsprechend ist es auch schön kalt. Wir heizen jetzt hier drinnen. Ja, die Wände sind natürlich nass. Wir hoffen, das Ganze hält jetzt. Die letzten zwei, drei Tage ist leider nicht viel passiert. Wir wollten eigentlich bedeutend mehr schaffen. Es ist aber einfach arschkalt. Es hat die ganze Zeit geschneit. Wir waren uns wieder jede Menge Hallen angucken. Und ja, eventuell kommt das nächste Video dann nächste Woche aus einer neuen Location, wenn alles passt und klappt. Und genau, trotz alledem wollen wir heute was machen, denn ich habe einen High-Low-Adapter gekauft. Das ist ein Adapter, wo man, wie man das nennt, keine Ahnung, High-Level-Converter, genau. Da kann man ans originale Radio, was bei Mercedes eingebaut ist, was wir hier drin haben, das wollen wir behalten, weil das ist gut, kann man dann ein Soundsystem anschließen, weil das originale Radio hat keine Cinch-Ausgänge, sprich, wir können keinen Subwoofer anschließen, aber das wollen wir machen. Deswegen haben wir diesen Adapter gekauft, den gibt es. Für, ich glaube, 70 Euro. Ist halt bedeutend günstiger, wie ein neues Radio zu kaufen. Genau, deswegen wollen wir unseren Subwoofer wieder einbauen. Den hatten wir im Kräfter auch schon drin. Der kommt wieder unter den Beifahrersitz, weil da passt der perfekt rein. Da werden wir jetzt gleich als allererstes mal den Sitz abschrauben, um ja, überall ranzukommen, den Fußboden raus, weil wir müssen die ganzen Kabel ja unten durch die Kabelkanäle legen und so weiter und so fort. Und ganz zum Schluss kommen dann noch die Crunch Boxen wieder in die Türverkleidungen vorne rein. Die hatten wir auch im Kräfter schon verbaut. Die kosten nicht die Welt, sind aber gut. Und das reicht uns so. Deswegen werden wir das wieder so bauen, weil es funktioniert. Von daher, ja. Ich habe jetzt den Subwoofer hier rein. Die Kabel werde ich dann nochmal schön hier drinnen verlegen und den Subwoofer noch festmachen. Habe das jetzt alles hier unten durch diesen Kabelkanal gelegt. An die Batterie tue ich dann zum Schluss gleich noch anschließen. Ich werde jetzt aber erstmal die Fußbodenmatte wieder reinlegen. Den Sitz lasse ich noch ab. Den schraube ich erst wieder drauf, wenn wirklich alles funktioniert. Und jetzt widme ich mich mal dem Radio, werde das mal ausbauen und diesen High-Low-Adapter einbauen, weil der muss auch nochmal an den Pluspol angeschlossen werden von der Batterie, dass der auch Strom kriegt.
ich bin fertig mit Einbau. Das war immer übelst easy. Also ist wirklich einfach nur mit diesem High-Low-Adapter Plug-and-Play. Du steckst hinten aus dem Radio den Stecker raus, steckst den in diesen Adapter, steckst den Adapter wieder in das Radio. Also einfach wie eine Brücke dazwischen gebaut. Tust es unten an die Batterie anschließen und es funktioniert. Wir haben gerade einen Soundcheck gemacht. Das ist mega geil. Wir würden es euch vorführen, aber leider macht ja da die liebe GEMA wieder irgendwelche Striche dagegen, durch die Rechnung, wie auch immer. Also sinnlos, aber wer das gerne mal hören möchte, kann uns ja gerne mal besuchen kommen, um sich davon selbst zu überzeugen. Nee, Spaß, alles gut. Ja, hat sich gelohnt. Besser wie ein neues Radio zu kaufen und den ganzen anderen Spaß. Die Boxen, die jetzt hier drinnen verbaut sind, sind auch echt gut. Jetzt überlegen wir natürlich, ob wir die einfach erstmal lassen, anstatt jetzt die Türpappen auseinanderzureißen und den ganzen Kram. Wir werden die jetzt erstmal drinnen lassen und dann überlege ich mir das nochmal, ob ich noch einen anderen Satz Boxen kaufe, eventuell mit Hochtönern oder ob wir die einfach, die wir jetzt hier noch haben, die Crunchboxen einbauen. Keine Ahnung, werden wir sehen. Ist jetzt erstmal nicht wichtig. Die Musik ist geil, es klingt nach was. Wir haben wieder einen Subwoofer drinnen und so weiter und so fort. Deswegen tipptopp. Friends and Friendinnen, Boys and Girls, meine lieben Liebenden. Ja, und so weiter. Und so weiter und so fort. Die Woche ist bei uns irgendwie so absolut gar nicht viel passiert, weil wir mehr unterwegs waren, um uns irgendwelche Hallen anzugucken und so weiter und so fort. Das Wetter, ihr seht, hat er nicht mehr viel zugelassen. Deswegen, ja, diesen High-Low-Adapter eingebaut. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Könnt ihr euch ja mal reinziehen, beziehungsweise habt das ja im Video gesehen. Falls der ein oder andere auch noch überlegt, wie mache ich das mit meinem Radio und einem guten Klang in so einer Kastenbude. Ja. Was haben wir noch gemacht? Amaflex geklebt ein bisschen. Ja. Aber das war halt schwierig, dadurch, dass es arschkalt geworden ist und die Flächen alle komplett nass waren. Wir mussten dort irgendwie heizen, dann wischen und dann eigentlich gleich dran kleben. Es war einfach viel zu feucht zum Amaflex kleben, deswegen haben wir es dann sein lassen, bevor wir die ganze Sache zweimal machen. Genau, deswegen ja, ist jetzt die Woche so der Stand. Nächste Woche sieht das Ganze dann hoffentlich schon ganz anders aus, denn wenn jetzt alles gut läuft, können wir Ende nächster Woche in die Halle einziehen. In unsere Halle einziehen. Genau, und da muss ein bisschen was gemacht werden und dann geht's, denke ich mal, ein bisschen mehr voran. Dann geht's rund. Oh. Ja, also bleibt dran, wie immer. Es bleibt spannend bei uns. Ja. Abonnieren, liken. Und falls ihr es noch nie gesehen habt, ne? Es schneit. Es schneit, müsst ihr mal aus dem Fenster gucken, ist total wild. Das hat der Winter manchmal so an sich. Wir gehen jetzt nochmal raus, den Hund nochmal eine Runde auspowern. Deswegen, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.